Voll Rio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Originals Sin 2 mit Andy Arx und Steven. Ich bin Balui und wir kämpfen hier in einer Höhle gegen Magister und die Schwarzen Ring, unsere Lieblingsfeinde. Aber wir haben eh, glaube ich, schon so gut wie gewonnen, weil wir haben das Gefühl, wir sind hier etwas OP in der Höhle. Hast du den Zwerg wieder angezündet? Ja, tut mir leid. Aber der Zwerg kriegt auch Heals von mir, also. Dann kriege ich endlich ein Bier von dir. Ich habe welche im Inventar, kann ich gerne haben. War eher die Frage, wenn du Urlaub hast und nach Österreich kommst. Na, Österreich? Ja, dann Ansprüche, ey. Man muss euch ja mal Kultur beibringen, ja? Na. Das letzte Mal, als uns einer Kultur aus Österreich beibringen wollte, ist das nicht gut ausgegangen. Das war jetzt, nicht okay. Das Huhn. Sorry, Arceus. Wow. Das ist fast ein Unglück. Ja, aber jetzt im Vorfeld schon die Rüstung ein bisschen hochpushen müssen. Mit also. Welchen AP, um Himmels Willen, hörst du mir jemals zu? Guck mal, habt ihr da was hingestellt? Ich hoffe, das nervt nicht. Wow. Ich habe mir gedacht, das lohnt jetzt nicht, da noch irgendwie was mit dem Brimborium zu machen. Impressive. Eine Maschine, die Ölfässer abfüllt. Impressive. Ah, und hier ist gleich die Anleitung dazu. Bernstein, Saphir, Smaragd. Und ein Granat. Ja, jetzt weißt du, was du musst. Hau mal das Ding mal an. Vielleicht sollte Benny, unser großer Rätsellöser, das machen. Ich? Also nochmal. Nicht? Kriegst du das so? Warte mal. Gelb, ja, ich muss blau, mal. Grün. Ich habe eine neue Robe gekriegt, die ist ziemlich gut. Gelb. Blau. Grün. Rot. Was für ein gelb, blau. Was hast du gemacht? Das funktioniert. Impressive. A barrel filling machine for the oil, I believe. Können jetzt Öl abfüllen. Ja, das ist wichtig, habe ich gehört. Guck mal, da hinten, da liegen schon ganz viele Ölfässer. Darf vielleicht ich da mal reinschießen? Lass da mal noch mehr Öl reinmachen. Wo? Und da Feuermarker sorgt Ölpumpe. So komplett ohne Verdacht zu erregen dafür, dass noch mehr Fässer nach vorne kommen. Ah. Also ich. Kein Plan, ob da jetzt irgendwas passiert oder nicht. Lass mich erstmal Öl abfüllen. Aber da. Wo und wie? Hier, ich mach's doch gerade schon. Jetzt bist du absolut überladen nur. Ja, weil ich Fässer im Inventar habe. Ölfass gelernt. So, wer ist kräftig und kann Ölfässer tragen? Ich nicht. Der Zwerg. Andi. Nee. Ich hab doch Platz im Inventar gemacht. Du könntest dich mal nützlich für die Gruppe machen, ey. Mhm. Indem ich stehen bleibe. Fuck. Die Zwerg. Trag die Fässer. Stell die einfach da vorne hin, Andi. Wieder zurück, der Sack. Ich schieb's dir diesmal einfach Steven zu. Der steht da eh schon vorne. Also steckst du die mir einfach ins Inventar? Wachst zum. Ja, ich denk's, ich trag die da nach vorne. Lass mich das machen, ich hab mehr Telekinese als wie du. Ah, ja. Ja,
nee, da du stehst ein bisschen im Weg, glaube ich, leider. Oder nee, ich kann nicht näher ran. Nee, das ist das Maximalste. Da machen wir da vorne jetzt noch ein paar, warte. So. Die wetten, dass das Spiegel euch abstürzt, wenn wir das anzünden. Das ist auch geil. Hat irgendwer einen Maiskolben dabei, den man da schon mal hinhalten kann? Wer will anzünden? Ich habe leider keinen gezielten Feuerzauber. Diese Ehre überlasse ich dir, Steven. Do it! Granate! Ey! Oh shit! Alter. Stirb. Aber es hat funktioniert. Alter, wie geil das aussieht, ey. Ich glaube nur irgendwie... Den immer noch. Weil das hier wahrscheinlich eine Ölmine ist oder so. Lassen wir es einfach mal regnen, dann wird es besser. Oder auch nicht. Ja, irgendwie. Nochmal regnen lassen? Naja, noch ab dem Zeit. Das geht natürlich auch. Das ist, glaube ich, etwas effektiver. Okay, es hat sowieso aufgehört. Diese Fässer, Alter. So geil. Oh, wir haben einen uralten Tempel gefunden. Oh, das ist eine meiner Katakomben scheinbar. Okay. After all this time, I never thought I'd walk our halls again. Echt gruselig, ein bisschen. Oh, eine Kiste. Was heißt denn eine deiner alten Hallen? Ist es von deinem Volk? Das ist ein ewiges Artefakt, das kriegt Steven von mir aus. Hätte er schon so viel Kram davon? Oh! Ja, das gehört ja schon mal zu dem... Wow! Was ist das? The curious sculpture comes alive as you reach out to touch it. It thrums. Soll ich so eine Rüstung der Ewigen bauen? Mach euch später mal. Nee, ich kann es auch jetzt machen. Ja, aber ich klicke, hab gerade Storyline angeklickt, willst du nicht zuhören? Achso, doch, klar. Ah, okay, hier ist eine Angabe, was wir wahrscheinlich hier machen müssen. Okay. The Götter und verbunden mit dem Element Ralik, Erde, Duna, Luft, Zendelius, Blut, Solstissa, Feuer, Vrogir, Muskel, Xantessa, Geist, Amadia, Magie. Ja, übertreibe mal, warte. Hier sind überall diese Säulen und da steht Säule von Ralik, Säule von Bla. Warte, ich sehe jetzt gleich Glyphen, warte. Ja. Also, die ersten Herren Blut leuchtete vor Kraft, die des zweiten war im Blut geboren, in einer langen Nacht. Die dritten kehrten zurück zum Wind, sogleich die des vierten bedienten sich am Flammenreich. Also, ersten leuchteten vor Kraft. Kraft ist dann Vrogir. Wer klickt die an? Ja, aber wo musst du draufklicken? Ist egal. Ja, die Säulen, denke ich mal. Ach so, ja, dann klickt man erstmal Kraft an. Säule des Vrogir. Okay, ich gehe da mal hin. Also, der Muskel steht da drin. Ich vermute, Muskel ist Kraft. Ja, hoffe ich mal. Muss aber. Vrogir ist hier. Nicht stark genug. Okay, ist angeklickt. Die zweite ward im Blut geboren. Blut ist Tirsen Dallas. Wo ist der? Tirsen ist bei mir, Gian. Dann klick den an. Okay, weiter. Der dritte kehrte zurück zum Wind. Wind ist Duna. Die müsste auch bei Andi sein. Das war die Zwergengöttin. Hast du angeklickt? Stout of Heart and Fierce of Face hört sich nicht noch Wind an. Das vierte bediente sich am Flammenreich. Das hat sich eher nach dem angehört. Das ist Dingens. Solstissa. Ist die auch bei dir drin? Ja, die ist auch bei dir drin. Okay, lesen wir weiter. Das fünfte war gesegnet mit Verstand. Verstand ist, also ich vermute mal, Geist ist Xantessa. Das ist bei dir. Okay, oder? Ist das Xantessa? Ja. So, und das sechste mit Kraft ohnegleichen im ganzen Land. Wieder Kraft? Tja, vielleicht eine andere Kraft? Wer bleibt denn nur noch Amadia eigentlich über? Was ist Amadia? Ralik? Ja, Ralik ist auch noch da.
Ralik ist Magie. Ralik ist, ist Erde, aber Erde kam ja bisher noch nicht vor, oder? Tja. Also Amalia wäre noch Magie und ich kann doch noch mehr Vrogir für Muskel nehmen. Probier einfach mal Amalia anzuklicken. Okay. Passiert was? Nö. Das siebte breitet sich aus in wilden Reigen und so wird nie wieder ein König den Thron besteigen. Das geklappt? Nein. Okay, kann Andi mit dem englischen Client vielleicht mal gucken? Ich vermute mal, die Übersetzung ist hier auch wieder negativ. Lass nochmal Andi bitte vorlesen. Okay. Andi, gehst du hin, dann gehe ich hier rüber. Bin am Weg. Wie komme ich denn zu den so? Was muss man denn dann hier anklicken? Warte. Einfach noch anklicken. Okay, ja, okay. Okay, dann lies mal vor. Lass mich raten, und das auf First Lord's Babes with Power Glowed. Das könnte vielleicht doch schon Magie sein, vielleicht. Our second born in blood that flowed. Nee, warte, wie heißt das erste? Power. Leuchtete vor Kraft. Okay, Power Glow. Wenn das Magie ist, der zweite Wart im Blut ist klar. In einer langen Nacht, die dritte kehrte zurück zum Wind zugleich. Die vierte bediente sich am Flammenreich. Okay, machen wir weiter. Die vierte ist Duna oder Duna, wie sie heißt. If minds were blessed, das fünfte. Und Ted Brown beyond the rest, das sechste. Das siebte. From Earth to Glen and Dust and Kiefer rise again. Okay, das ist garantiert Erde. Also ich vermute mal, wir tauschen einfach nur Vrogil mit Amadia und so ein Gut. Ja, wahrscheinlich. Also Amadia als erstes, ja? An. Ja. Okay, ist. Danach? Dann? Im Blut geboren war das, oder? Also Nee. War Blut wie ich zweite? Lies nochmal vor, Andi, bitte. Our seconds born in blood that flowed, ja? Okay, yeah? Doch, Blut. Tyrsandelius. Angeklickt. Our friends young to the wind return. Das ist Duna. Duna, jo. The stoutest of the seven. Das vierte waren die Flames, adjourn. Solstissa. Auch bei mir. Ja. Solstissa. Ja. The scale. Dann Lords Cups with Minds were blessed. Okay, Verstand des Xantissa. Lady Xantissa. Head Brown beyond the rest, das ist sechste. Vogir und Ralik. A champion of martial rank. Und das hat geklappt. Oh, nice. Whoa. Source! It is still active, even after all these years. Gut. Es gab eine alte Steintafel, was war bei dir drin? Ein Pokal und ein bisschen Gold. Ja, kann das sein, diese alten Steintafel, das sind die, die wir auch vorhin gesehen haben, wo man draufgeklickt hat, wo die einem was vorgelesen haben. Möglich. I wonder what they did in life to deserve such a resting place. What the heck? The creature looks down from its perch, trembling. It crawled out of that sarcophagus, as if it had forgotten how to move its limbs. It turns. Ich hab doch nur das Grab mal angeklickt. Was hab ich getan? From behind its unmoving lips, you hear a noise. It starts as a groaning, croaking chatter, but slowly becomes more distinct. It's speaking. May Saravel te de Larontou, Shamari. Ja, übersetzt mal. Pampermoose. Also, die Kreatur sagen, dass sie langsam reden sollen. Nee. Du kannst keine Worte verstehen, erkennst jedoch einige Geräusche. Das Zwitschern eines Elfen hier, das Grunzen eines Orks dort. Die Kreatur sagte, dass sie warten soll, während du nach einem Pergament greifst. The stream of noise cuts off abruptly. Ich könnte bestimmt gut mit der reden. You hear a jolting, lurching voice. Scheint auch ein Eternal zu sein. It wears the face of Tyrsandelius, but speaks the tongue of beasts. How cruel. Blöde Kuh. I suspected the Seven Lords won the war after they locked me here.
But seeing their faces oh, habe ich da was befreit? A depressing confirmation. What is this senseless braying? I speak of no beast king. I speak only of the king. The eternal king. Wie cool sie aussieht, ey, dieses Model. Die Klamotten, die oben noch waren, alter Schwede. Deep within your soul, you feel your god stirring at the sound of the voice. Kaputt, you can feel its anger and fear swelling inside you. The creature leans forward to get a better look at you, clucking and tutting under her breath. It seems to be a simple form at its core, a source vat. A walking, unfortunately talking, source vat. Die diskriminiert mich. I wonder how to extract the source from the vessel without... She pulls back suddenly, recoiling in horror. It is rotting. Almost imperceptibly, but it decays before my eyes. How long before you show signs of wilting, I wonder? Was labert die denn für ein Scheiß? The god within you reacts. His emotions a cocktail of fury and fear. Wie verrotte nicht. You hear his voice, demanding ach, der Gott verrottet. Control, demanding your body obey his will. Oh, nein. An eternal does not answer questions from whatever creatures happen to lumber into view. Yep. Especially when there is so much to be learned about their source. What happens to it, I wonder? Does it lie in whatever ditch it falls in as its body decays? Or, ah, no, of course. It is harvested. The god thrashes against your control. You can feel it hissing that this creature is dangerous, that it cannot be trusted. To have had the technology of the Eternals and made this. How crude. Although effective in its own way. Ah, oh, lass ich jetzt meinen Gott reden oder nicht? Nein, er ist blöd. Poor creature. Created for a sole purpose and yet so ignorant okay. of its function. It is a tool to collect source until it is ready to be collected. Most likely by its creator. Also die Maschine sammelt halt ganz viel von dem Source, okay. Your creator may be. What a lazy way to feed one's ah, lass mal Rollick dazu kommen. And one's ego. A terror, you worm. An eternity locked away was too good for you. I should have seen you ground to dust and fed to the wind. Your heresies deserve nothing less. Okay. The figure recoils, as if struck. Relic? What? What happened to you? Did you truly sie spricht dann Relic so aus der Elfin. Silence! It is your weil king sie ihm erlaubt habe. Ist Relic nicht eigentlich in dir drin, Stine? And all the other eternal nee. Cowards were flung into the void. Nee, doch, klar. Hä? Power, wo ich mich auch gerade. Too scared to hunt. Sag mal, was sind das denn für Könige, für Götter, god. Die sich da irgendwie nur streiten die ganze and Zeit? Yet here you stand, small. Weak, decaying. I will not even need the Aetherian to grind you into dust. Dann komme ich zum Relic. Ist eigentlich mein Gott. You feel your blood freeze at the mention of this Aetherian. A cold settling in your chest. Siehst du mal, Elf mit Verwirrung. Where? Ganz was Neues. Is it? Wo ist er? Nicht it. Ach, egal. Ah, of course you never found it. You always lacked imagination, my lord. I hid it in these very caves, although I can feel its distance now. Someone has uncovered it. Uh-oh. Perhaps they intend to flay the godliness from you. No matter. Given your pathetic state, it is mine to collect. Na, die haben wohl vergessen, wie stark ich bin. As for that monstrosity you have made your shell, it was designed to die. And I think it is time that design were fulfilled. Können wir da nochmal drüber reden? Do not worry. Ich glaube nicht. The source shall not be wasted. It will carry me from this tomb. It will bring me freedom at last. Ah, Gisela, Alter.
noch mehr davon. Ja, ja. Aber die sind, die haben fast keine magische Rüstung. Okay. Ja, ach, noch, ja, noch wen? Macht da noch drei. Warum macht die nass? Wahrscheinlich. Autsch! Okay. Blitzdings ihre eigenen Viecher vor allem. Die mit den eigenen Viechern. What? Was ist denn da los? Greifen die sich jetzt alle an? Scheinbar. Ich verstehe nicht, was da los ist. Und warum rennen die alle in meine Richtung? Ja, das kann ich dir erklären. Ich weiß nicht, das sind Hunde und du bist ein Knochenhaufen. Ich habe keine Ahnung, was die von dir wollen. Die wollen so einfach ja. Verbuddeln. Ah, was machen wir denn da mal Schönes? Ich glaube, ich hüpfe mal. Wohin? Taust du auch noch ab, du Schisser. Hey, du bist denen vor die Nase gesprungen. Tja, die sind vielleicht vor meiner Nase gesprungen. Was zur Hölle war das? Hast du neuerdings ein Maschinengewehr oder was? Mit dem Bogen? Das ist neu, ja. Oh, leeren Viecher. Ihre Schwäche entdeckt. Wenn man sie tötet, sind sie tot. Ah. Zeit, sich totzustellen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, bevor Steven jetzt weitermacht, beenden wir die Folge an der Stelle. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier morgen ausgeht, dann müsst ihr halt morgen wiederkommen. Ansonsten macht's gut, Dankeschön fürs Dabeisein und bleibt schön feurig. Tschüss!